Dann springen wir in den Baum rein. Daneben. Hey, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute spielen wir wieder Fortnite. Und heute gebe ich euch ein paar Tipps für eure krassen Fortnite-Skills, damit die noch... Tipps, damit eure Fortnite-Skills besser werden, die ja mal eine Runde gewinnen. Aber ich schaue das ja jeden Tag. Also, ne, ich bin ja eigentlich fast jede Runde. Von daher würde ich sagen, fangen wir direkt an mit dem Video. Wir sind in der Solo-Runde drin und wir spielen einmal ganz kurz. Wir gucken einmal, was wir können. Wir können natürlich mehrere Taktiken machen. Hier haben wir dieses komische Dings hier und können jetzt damit uns mit R2 einen Punkt irgendwo hinsetzen. Ich spring mal kurz raus und wir sind jetzt da wieder. Und jetzt ist er nicht mehr da, okay. Also wir fahren mal kurz hier runter. Versuchen dahin zu kommen, wo nicht so viele Leute sind. Da ist schon jemand hier. Alles klar. Alles klar. Alles klar, alles klar. Das ist natürlich wichtig, mal einen Plan zu haben am Anfang. Fahren wir jetzt hier hin und ist da schon jemand drin? Ich weiß nicht. Hoffen wir nicht. Ich höre jemanden. Oder war ich das gerade selber? Scheiße. Ah, wir wurden nicht gesehen. Okay, gut. Natürlich ist ein Berg ein buntes Leiden hier, dass wir keinen Falsch ankriegen. Das Wichtigste natürlich, wenn man jetzt hier irgendwo hinläuft, muss man immer Rohstoffe sammeln und Waffen auch mit sammeln immer. Besonders Stahl ist natürlich sehr wichtig, weil es das Stabilste ist. So richtig stabil, weil... Oh. Jetzt können wir mal kurz gucken, wie die Zone hier ist. Wir sehen also, die Zone ist hier. Ja, wir sind schon mal in der Zone drin. Wir können mal ein bisschen in die Mitte laufen so. Aber jetzt muss man vielleicht einen Schild dran zoomen oder so, dass ich ein bisschen mehr Leben kriege wieder. Munition auch mal mitnehmen. Munition, dann kann man ja ein paar mehr mitnehmen auch. Hier Munition mitnehmen. Na, die Gegner nicht. Anstatt, dass der Gegner sie hat. Und du sie nicht, immer mitnehmen, nochmal von vorne. Immer Munition mitnehmen, damit du Munition hast, wenn du sie mal brauchst, nicht der Gegner sie hat, wenn er sie braucht, damit du, wenn explodiert was, okay. Ja, wird ja auch natürlich verstecken hier, in der Hecke verstecken und so. Die kann man auch kaputt machen, aber bringt mir nicht, eigentlich gar nichts. Hier Auto natürlich wieder, das ist natürlich Stahl, stabil ist stabil. Stahl ist schon stabil, ja. Eine grüne Waffe, das ist schon mal gut. Besser als eine graue Waffe. Keiner Vogel für mich, das Grau ist schlecht. Grün ist besser, Blau ist noch besser und Lila ist noch besser. Und dann, ja, das kann man so denken, ne? Also, ein Schild dran, genau, die Pistole hier. Und können jetzt einmal ganz kurz den Schild dran trinken. Jetzt sehen wir, dass unten das Schild auf 50 aufgeladen wird und wir Leben generieren, oder? Weiß ich nicht. Ich habe was braun gesehen, deswegen weiß ich nicht, wie das in meinem Haus ist. Was weit weg jetzt, du Scheiße. Ah. Ja, springen und ausweichen, damit du uns nicht trifft. Fuck, getroffen. Ah, fuck, wir getroffen. Ah, getroht. Wir sehen ja gerade, der Bus ist da. Und wir springen einmal ganz kurz nach hier ab. Springen wir mal hier in dieses komische Moor rein, weil da niemand ist. Außer diese Person da. Also die Taktik ist einfach, dass man jetzt irgendwo hingeht, wo niemand ist. Fuck. Ah, fuck. Springen, schießen. Headshot, oh, Headshot. Ich hab einen Kill gemacht. Und ich bin tot. Also gerade für Anfänger, die schlecht spielen, ist es wichtig, dass man noch wohin geht, wo nicht irgendwie 5 Millionen Leute sind. Deswegen gehen wir mal kurz hier in dieses Town, weil da 5 Millionen Leute sind. Das ist eine Armbrust, ne? Oh shit, ich hab einen Kill. Ich hab einen, was zum Fick? Hä, ich hab was getroffen, hä? Ach gut, man dreht immer Third Person, kann man so in die Wand gucken, so komisch, das ist noch praktisch so. Oh, die Zone kommt, ach du Scheiße. Ja, falsche Richtung, alles klar. Ich hab keinen Rohstoff, ich kann nicht graben. Ich hätte vorher Rohstoff zahlen müssen. Die sagen, weißt du, Rohstoff jetzt mal ganz kurz sein hier. Ist doch jemand hier, guck mal da. Also gesehen, hat gesehen. Ach du Scheiße. Das ist ein Hacker. Machen wir einmal so, dass wir irgendwo hingehen, wo wahrscheinlich nicht so viele sind. Da ist wahrscheinlich schon jemand jetzt, oder? Ja, geh mal zu dem Häuschen hier hinten. Oh, ich kann das runtersliden, oder? Dann springen wir in den Baum rein. Daneben. Sind wir unten und gehen jetzt in das Haus rein. Ja, von hinten natürlich. Ja, so. Oh, du Scheiße. Ich hab getroffen, ja. Ich hab ein bisschen getroffen, ja, nice. Treff ihn doch mal. Oh, ein Kill. Ich hab ein Kill. Was? Oh mein Gott. Vor der Wand stehen mit der rechten Seite. Damit man halt nicht so komplett einfach davor steht. So. Oh, ich nahm Brust. Okay. Also, was ich gerade noch sagen wollte. Ein sehr guter Tipp ist mir einfach hier. Man hat es gerade auch schon gesehen. Aber hier vor der Wand steht mit der rechten Seite einfach hier. Weil dann kann man halt sehen, ist hier nur die Waffe auf der rechten Seite. Und dann, wenn du jetzt anders von mir stehst, so. Muss ja bis hier laufen. Dann siehst du ja komplett vor der Wand hier. Und dann kann er einfach leichter ziehen, weil du halt mehr da bist. Hier ist jemand. Ich war jetzt noch ganz kurz hier. Vor der Tür. Ach du Scheiße, okay. Doch nicht. Okay, neue Taktik. Wir machen einfach nichts. Jetzt sind wir angekommen. Unten. Und wir sehen, die Zone ist relativ weit weg. Auch wichtig zu beachten ist das Bauen bei Fortnite. Das muss man beachten. Das muss man mit benutzen, auch das Bauen. Als Element des Kampfes und das alles halt. Dann würde ich sagen, laufen wir nach hier hinten und sehen, dass hier nichts mehr ist. Und wir haben uns jetzt hier... Man stirbt dabei? Was ist das für ein Scheiß? Also ein Tipp ist, dass man nicht von der Map runterläuft, sondern dann stirbt. Genau. Hey, no. Du, von danach aufzunehmen oder was ist das denn los? Mein Jahr, wie bisschen was zu gessen gegessen? Ja. Gestern war ich besser. Also gestern war ich besser. Ich kann mal ganz kurz was einblenden davon. Ich bin zweimal sehr gut gewesen in dem Spiel. Blende ich euch mal jetzt kurz hier ein. Da kann man gut sehen, wie man ein guter Spieler so spielt. Ja. Aus, oh, hier so viel. Ein Kill.
Spaceball. Die Zone ist auch klein. Da ist jemand. Da ist jemand. Ah. Fuck. Oh. Nein. Oh, ein Kill. Ich hab einen Kill. 7 Leute leben noch. Ja, wird hier. Dein Jeep. Nein. Ich bin schon wieder Platz 6 geworden. Wichtig ist auch mit Kopfhörern, ich bin jetzt mal gut hören kann, von wo die Leute sind. Ich höre es nicht mal, wo ist der Typ? Oh, 60 Schaden gemacht. Fuck. Fuck, Digga, der Aim ist auf jeden Fall am Start hier. 3. Wo ist der denn, Mann? Ah, da ist der. Jetzt mach ich direkt am Ausfahrt. Mit dem Bus fliegen wir so bis zum Ende, fahren hier runter, aber alle spielen schon hier so runter, ja, überall hier. Und da springt niemand runter, außer wir halt. Und vielleicht andere noch, aber nicht so viele auf jeden Fall. Und sie sich hier jetzt verleihen, aber wir zur Zone gehen langsam auf dem Weg zur Zone ganz viele Rohstoffe sammeln. Und dann können wir uns in der Zone, wenn wir dann warten und niemand tötet, und uns auch niemand sieht und niemand tötet, dann können wir da eine Base hinbauen, ist eine so kleine Schiff. Und können dann da überleben, bis wir die Top 10 sind vielleicht. Gewinner glaube ich nicht, aber Top 10 können wir schaffen damit. Das ist krass. Das ist mir jemand. Wie sind denn hier so viele Leute auf einmal? Ah! Scheiße! Scheiße! Okay, we can do this, bro. We can do this. Ah! Stirb! Ah! Stirb! Ich bin gestört! Komm! Nein! Ah, nein! Ist auch schon wieder Hacker. Neue Taktik. Ich spring einfach jetzt instant ab. Okay, hier sind relativ viele sogar. Scheiße. Oh, das war saustark, der Schuss. Da ist jemand gestorben. Oh, Minigun. Genau. Ich bin noch in der Zone drin. 5 Leute leben noch, ich bin Top 5. Da ist jemand. Nein! Ich habe 3 Stunden 74 gespielt. Ich habe 13 Kills nach 3 Stunden und 47 Minuten. Das ist ja geschafft, kannst du mal ein Like da lassen. Im letzten Fortnite-Video habe ich einen Kill gemacht, war mein erster Kill überhaupt. Und wenn du keine Videos mehr von mir verpassen möchtest, kannst du einfach kostenlos abonnieren. Tschüss!